Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast der HSB Akademie. Mein Name ist Holger Erbe. Ich will heute mit einer ganz spannenden jungen Dame reden über das Thema Jobstart in Zeiten von Corona und heiße herzlich willkommen die Ina Theresia Hermes. Hallo. Hallo. Ja, Jobstart in Zeiten von Corona. Warum reden wir darüber? Wir reden darüber, weil Sie eine neue Marketingmitarbeiterin sind bei uns seit 1.4. Das heißt, das ganze Bewerbungsverfahren und der ganze Ablauf, der Start hinein ins neue Unternehmen, sozusagen das, ja, man könnte fast Onboarding sagen, findet zum Großteil natürlich digital statt. Und ich würde gerne heute in dem Gespräch mit Ihnen so ein bisschen drauf eingehen, auf die Punkte, auch der Weg davor. Also wie war das so? Welche Gedanken hat man gemacht? Wie war es dann selber das Bewerbungsverfahren und wie waren so die ersten, sage ich mal, 2 Wochen, wo ja auch fast alles digital ablief? Bevor wir damit reinstarten, möchte ich natürlich sehr gerne, dass Sie sich mal vorstellen, damit unsere Community draußen mitbekommt, wer Sie sind, wo Sie herkommen, wo Sie hinwollen und deshalb das Wort jetzt sehr, sehr gern an Sie. Ja, hallo. Genau, wurde ja schon gesagt, ich bin Ina Theresia Hermes, 27 Jahre jung und habe hier in Leipzig im Bachelor und im Master Anglistik studiert, beziehungsweise Master nennt sich das Ganze Global British Studies. Komme ursprünglich aus Duisburg, aus dem Ruhrpott, wo auch noch die Hälfte von meiner Familie lebt. Die andere ist ausgewandert in den Norden, nach Bad Segeberg und ich dann natürlich nach Leipzig. Habe mich direkt nach dem Abi in die Stadt Leipzig verliebt und ich glaube, es war auch meine einzige Uni-Bewerbung. Ich habe da so ein bisschen gepokert, aber es hat funktioniert und bin dann nach Leipzig gekommen. Genau, und arbeite jetzt im Marketing bei der HSB mit. Ja, sehr, sehr schön und um das schon mal vorwegzunehmen, wir sind sehr, sehr zufrieden. Es war eine super Stadt für uns und das war ja nicht von vornherein in Zeiten von Corona so abzusehen. Na, also gerade auch für uns war natürlich die Herausforderung, neue Mitarbeiter, die wir benötigen und die wir zu uns holen, natürlich erstmal abzuholen. Das heißt, uns war klar, wir müssen die natürlich über den digitalen Weg abholen, also so wie wir es vielleicht früher gemacht haben, so dass man vor Ort ein Assessment gemacht hat, erstmal ein Bewerbungsgespräch gemacht haben. Wir hatten viel auch immer Mitarbeiter mit dazu bezogen in so eine Runde und haben auch die Mitarbeiter mit entscheiden lassen, wer zu uns ins Unternehmen mitkommt. Auch sehr, sehr spannend. Also haben das sehr viel oder ausschließlich vor Ort gemacht. Ne? Also dass man auch so dieses Gefühl hat, Sympathie, Antipathie. Und das war sehr, sehr spannend und da merkten wir natürlich schon, das wird durch Corona jetzt nicht mehr funktionieren. Das war der erste Weg. Der zweite Punkt war natürlich, digital auszuschreiben, wo wir uns auch noch angepasst haben. Also wir haben auch unsere Webseite, unsere Karriereseite mit Google Jobs verbunden, sodass also mehr Anzeigen auch in die Suchtreffer reinkommen. Und das war also auch neu, dass man sich darüber bewerben konnte, alles mitschicken konnte. Ja, und dann war uns natürlich auch klar, dass das Bewerbungsverfahren an sich, sei es die Absprachen, sei es die Treffen, halt digital stattfinden werden. Nicht nur aus den Gründen, dass man sagt, man selber, will ich mal sagen, möchte das unbedingt, sondern der Punkt war natürlich auch, ein Punkt auf die Bewerber einzugehen. Also es ist uns natürlich auch wichtig, die Sicherheit gerade in Zeiten von einer Pandemie natürlich auch nach außen zu spiegeln und sagen, uns liegt viel an den Mitarbeitern. Deshalb springen auch wir über unseren Schatten und machen das digital, das ganze Bewerbungsverfahren. Wie war das für Sie, Frau Hermes? Ich denke, Sie haben sicherlich auch überlegt, haben den Arbeitsmarkt gesehen, Pandemie. Viele hatten ja Angst, dass es eine Wirtschaftskrise gibt. Und ich kann mich an meine Zeit noch zurückerinnern. Ich habe reingestartet in 1999. Da war ein ganz anderer Arbeitsmarkt. Da war es ungeheuer schwierig, Jobs zu finden. Und man hat sich da, also ich habe da auch schon ein Praktikum vorher gemacht in einem Unternehmen, um dann einfach reinzukommen, was auch super geklappt hatte. Aber das ist, wie gesagt, man hat da schon ein bisschen Bedenken. Man denkt, okay, wenn du dann auf den Arbeitsmarkt stehst, wirst du überhaupt abgeholt, ne? Weil ja auch viele Strukturen sich verändert haben. Was waren so Ihre Gedanken, so, wo Sie sich mit dem Thema Ich komme auf den Arbeitsmarkt beschäftigt haben? Ja, genau. Also es war schon, also ich hatte schon einige Bedenken am Anfang. Ich hatte eigentlich extra meine Masterarbeit ein halbes Jahr nach hinten verlegt, damit ich nicht
letzten Sommer, sondern halt jetzt erst 2021 meinen Abschluss habe, mit dem Gedanken, dass es dann 2021 hoffentlich vorbei ist. Das war jetzt natürlich leider nicht der Fall. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, jetzt als es an das Ende ging, weil ich immer schon mal geschaut hatte, wo jetzt Stellen da sind, gerade in Leipzig und in Umgebung. Und es sah jetzt nicht nach sehr, sehr viel aus. Da habe ich natürlich aber auch Glück gehabt, denn ich habe ja Geisteswissenschaften studiert. Das heißt, ich bin vielseitig einsetzbar, sag ich jetzt mal. Ich kann mich in viele Sachen reindenken. Das ist ja auch eine der Sachen, die wir uns dann im Studium angeeignet haben. Ich glaube selber vom Arbeits- oder von der Stellensuche ist es nicht sehr viel anders gewesen. Klar, ich konnte jetzt keine Jobmessen besuchen in dem Sinne, aber viel ist jetzt ja doch digital gelaufen. Also es gab auch digitale Messen, zum Beispiel in Leipzig, oder die meisten Jobangebote sind ja ohnehin digital ausgeschrieben mittlerweile. Das heißt, von der Jobsuche hat sich vielleicht nicht so viel geändert, aber es stellt schon die Frage, also ich habe mir auch die Frage gestellt, funktioniert das jetzt alles, vor allen Dingen funktioniert der Laptop dann beim Bewerbungsgespräch? Das sind dann auch so ein paar Fragen, die man sich stellt. Funktioniert die Verbindung? Nicht, dass es nachher abbricht währenddessen. Das ist natürlich, macht ja auch keinen guten Eindruck. Ich glaube, das sind so ein paar Hürden, die man sich vielleicht vorher nicht so, oder ein paar Fragen, die man sich vorher nicht so gestellt hatte. Das waren so die ersten Sachen, genau. Und dann, als es jetzt dann an den Job dran ging, halt, wie funktioniert das Ganze genau? Also ich habe ja jetzt die Möglichkeit, bei Ihnen im Homeoffice zu starten, was natürlich den Vorteil bringt, dass ich mich keinem Risiko aussetze, aber natürlich auch den Nachteil bringt, dass ich nicht mal eben nebenan ins Büro gehen kann und nachfragen kann, falls ich was nicht weiß. Das muss jetzt alles online oder über Telefon geklärt werden, was ja Gott sei Dank sehr gut funktioniert bei uns. Genau, aber ja, das waren jetzt so die ersten Gedanken, sag ich jetzt mal. Also bei uns war es ähnlich. Also wir haben natürlich auch überlegt, erstens, wie gesagt, das Bewerbungsverfahren, also das Termin ausmachen per E-Mail ist allgemein gültig. Das hätte sich auch so nicht geändert. Aber halt dieses erste Gespräch halt zu führen, ohne dass man denjenigen, will ich mal sagen, körperlich sieht, sondern halt nur über den Bildschirm. Und da gehen natürlich schon so Gedanken mit, so wenn du dich dann dafür entscheidest, wie ist denn der Eindruck dann, wenn tatsächlich die Person dann im Raum mal steht, ne? Vielleicht ist das dann ganz anders, ne? Das schwingt schon mit. Also wir haben ja auch diese Bewerbungsgespräche geführt über Zoom, und was auch sehr, sehr gut ging, also muss ich sagen, also mit allen Bewerbern, die wir hatten, also alle sehr sympathisch auch waren. Und also das ging schon relativ gut. Wo ich so als Einstellender quasi mir mit überlegt habe, war natürlich wirklich das Onboarding. Also erstmal den Prozess zu sagen, okay, du hast denjenigen nicht bei dir. Ne? Bisher war es immer so, wenn ein neuer Mitarbeiter kam, dann hatte man den 14 Tage um sich rum, damit er erstmal reinfindet, auch die ganzen Dinge mitbekommt. Es gibt ja viele so ungeschriebene Gesetze, die man spüren muss, ne, die man gar nicht mitbekommt. Wir haben das natürlich versucht, so ein bisschen mit einem Mentor abzufangen, also dass wir einen Mentor bestimmt haben, der diese Informationen auch weitergibt, weil man kann die ja jetzt in dem Moment gar nicht erleben. Ne? Also man weiß ja gar nicht, wie tickt die andere Person. Das ist schon anders. Ne? Und auch das Reinfinden in die Arbeit, ne? Sie haben ja gerade auch gesagt, dass wir bei uns viel auch Homeoffice haben. Es geht ja bei uns auch, und das ist auch für die Sicherheit der Mitarbeiter wichtig. Und aber es fordert natürlich auch von jemandem, der neu in ein Unternehmen kommt, ungeheuer viel Engagement. Ne? Weil ich muss ja trotzdem meine Arbeit mir selber zum großen Teil organisieren, was ja nicht ist, wenn ich irgendwo vor Ort bin. Da kann ich, wie gesagt, rübergehen, fragen. Da sieht auch der andere, was ich mache. Also es ist auch so ein Vertrauenspunkt vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer zum Neuen. Ja, also man muss auch da abgeben können an Vertrauen und sagen, hey, ich vertraue dem Mitarbeiter, dass er sich da gut reinfindet. Und man muss man auch klar sagen, auch Abstriche machen. Das gehört auch dazu. Also finde ich jetzt in Zeiten von Corona, dass man halt jetzt nicht so ein Onboarding-Programm durchprügelt, sondern halt wirklich sagt, ich nehme mir Zeit, und ich gehe halt auch davon aus, dass dieser Prozess deshalb länger dauern wird.
Wie war das so bei Ihnen, weil jetzt reinzustarten mit Zoom-Calls und überhaupt auch die Zusage, das muss man noch dazu sagen, wir haben ja nur über Zoom miteinander die Gespräche geführt. Wie war das so für Sie, sich dann zu entscheiden? Ja, ich glaube, ich habe das dann auch sehr, also ich meine, es ist trotzdem natürlich auch so eine Kopfsache, aber ich habe es sehr aus dem Bauchgefühl gemacht. Und ich bin dann natürlich froh, dass es halt irgendwie wenigstens halt Videochat halt gibt, sodass man sich wenigstens einmal gesehen hat. Ich glaube, das ist doch dann sehr entscheidend. Ja, es ist, das war eine so wichtigsten Sachen, glaube ich. Ich meine, ich hätte das gerne natürlich auch in Person dann halt gemacht, aber so hat es, finde ich, ganz gut auch funktioniert. Ich hatte halt ein gutes Gefühl und habe gesagt, gut, ich mache das jetzt einfach. Und das finde ich immer noch ganz gut. Ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Genau. Ja, zum Onboarding. Ich habe ja, genau, Sie hatten ja schon gesagt, ich habe eine Mentorin zur Seite. Die Susanne hilft mir halt bei allen wichtigen Fragen oder wir reden hin und wieder auch mal, wie es halt gerade so läuft und so. Da bin ich sehr, sehr froh, dass es so geklappt hat. Ich glaube, teilweise hat mich mein Studium ja auch schon darauf vorbereitet. Ich habe ja von Anfang an immer selbstständig gearbeitet, musste mir immer meinen eigenen Arbeitstag einteilen und gerade auch in dem kompletten letzten Jahr dann mit Kursen und auch mit der Masterarbeit, die musste ich ja auch irgendwie schreiben. Und dadurch, dass ich das schon mal so gemacht hatte, genau, ich habe auch nebenbei an der Uni schon gearbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft. Einmal habe ich Tutoren gegeben und auf der anderen Seite habe ich eine Vorlesungsreihe begleitet, auch im Marketing, zum Beispiel. Und dadurch, dass ich sowas alles mir schon mal selber einteilen musste, hat mir das sehr, sehr geholfen, halt jetzt in den Arbeitseintag einzusteigen. Ich sage jetzt nicht, dass es einfach war, weil das war es definitiv nicht. Oder es kommen jetzt so langsam, kommt man so in den Rhythmus rein. Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, das hatten wir ja, glaube ich, jetzt seit der zweiten Woche gemacht, dass wir uns morgens immer für eine halbe Stunde einmal gesehen haben über Videochat, sodass man mal die Tagesaufgaben abgleichen konnte. Ich glaube, das war doch genauso solche Strukturen halt zu haben. Ich fand, hat sich so angefühlt wie so ein Morgenmeeting, das man ja auch dann im Betrieb zum Beispiel haben könnte. Und das hat zum Beispiel sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, dass auch alle ein sehr großes Verständnis mitgebracht haben. Also egal, mit wem ich geredet hatte von der RHSB, alle haben sich immer sehr offen und verständnisvoll gezeigt, dass ich halt manche Abläufe so noch nicht durchschauen kann, einfach weil es auch gerade die Schwierigkeit ist mit dem Homeoffice. Ich glaube, das war auch eine sehr wichtige Sache. Ja, und also wir sehen uns ja täglich und mit vielen anderen Mitarbeitenden sehe ich mich ja auch dann fast täglich über Videochat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was sehr hilft. Ja, ich fand das sehr schön, auch weil Sie die Situation angesprochen haben mit diesem Morgen-Meeting. Ne? Das war mir im Vornherein auch nicht klar, weil das hatten wir vorher noch nicht, weil natürlich die Mitarbeiter irgendwo da waren und du hast dich in der Kaffeeküche getroffen, bist am Büro vorbeigelaufen, bist mal kurz reingebogen, hast irgendwas gefragt. So eine Basis zu schaffen, das ist auch ein Punkt, den ich allen mitgeben möchte, die jetzt oder die Arbeitgeber vor allen Dingen, die Mitarbeiter jetzt reinholen und die dann hauptsächlich im Homeoffice sind. Diese dann wirklich, ja, zumindest täglich einmal in Kontakt zu kommen. Also auch sich dafür Zeit zu nehmen, also auch wirklich eine Stunde einzuplanen. Ne? Es ist einfach so viele Dinge und am Ende ist es ja auch eine Besprechung, was läuft so über den Tag, was war so an dem Tag vorher wichtig. Und diese Kommunikation, das haben Sie angestoßen, muss man ganz klar sagen. Sie sind ja zu mir gekommen, was ich sehr schön finde. Ich finde ja auch eine offene Kommunikation immer sehr wichtig und zu sagen, ja, aber so funktioniert das nicht. Wir müssen das irgendwie anders machen. Das finde ich halt auch klasse. Ne? Also und das meinte ich auch mit Betriebsblindheit. Man hat die Dinge halt immer anders gemacht und die haben auch funktioniert. Und jetzt muss man sich halt umstellen. Ne? Und das ist wichtig, also da in die Kommunikation zu kommen. Ne? Es wird viel immer nur über Aufgaben gesprochen. Und mein Empfinden ist, Aufgaben sind wichtig, aber gerade im Onboarding, jetzt in Zeiten von Corona, ist die Kommunikation wichtiger. Also das muss man ganz klar sagen. Und man muss sich auch als Arbeitgeber klar sein, dass dieser Prozess länger dauern wird. Ne? Und dass auch es auch Zeiten gibt, wenn Sie einsteigen als Mitarbeiter, jetzt
schleift sich alles ein, jetzt auch durch die Eigenorganisation, ganz klar. Aber man muss auch in Kauf nehmen, dass man sagt, okay, der Mitarbeiter kommt jetzt und jetzt hat er vielleicht auch mal 2, 3 Stunden nichts zu tun, weil jetzt einfach mal ich jetzt keine Aufgabe hingeben kann, weil ich es jetzt nicht erklären kann. Das kann ich vielleicht den nächsten Früh dann machen und kann darüber reden und dann kann das kommen. Also ich finde, auch das muss den Arbeitgebern klar sein. Man kann das nicht so hart strukturieren, wie es vielleicht vor Ort ist. Ich finde das wiederum gut, also grundsätzlich gut, und auch die freie Zeiteinteilung finde ich klasse, dass man das machen kann. Und wie gesagt, die Arbeitgeber müssen halt hier wirklich über ihren Schatten springen. Und ich sehe es bei vielen anderen, mit denen wir Kontakt haben, viele Arbeitgeber sind dazu auch wirklich immer noch nicht bereit, obwohl es schon sehr lange, würde ich mal sagen, jetzt Homeoffice gibt. Also bei uns läuft das ja auch schon, also es lief schon vor Corona, aber so intensiv natürlich auch seit März 2020. Wo ich dazu sagen muss, ist mir noch nicht passiert. Ich hatte noch nicht 2 Stunden, dass ich mal gesagt habe, oh, jetzt habe ich nichts zu tun. Ich finde immer was. Ja, das ist klar. Sie haben ja auch eine hohe Kompetenz in der Selbstorganisation. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man es allgemein sagt, wird es auch Menschen geben, die eher die Aufgaben vorgelegt bekommen müssen, um diese dann umzusetzen. Und den Arbeitgebern, finde ich, sollte klar sein, ich kann nicht 8 Stunden also in den Onboarding-Prozess 8 Stunden vorstrukturieren. Das funktioniert einfach nicht. Das muss mir klar sein, dass ich da Abstriche mache. Ich finde das gut, weil wenn mir das klar ist, gehe ich entspannt daran. Und dann fühlt sich sogar der Mitarbeiter wohler, weil er selber nicht unter Druck gesetzt sich fühlt. Und man hat ja, wenn man irgendwo reinkommt, das ging mir ja auch immer so, man hat ja auch an sich selber eine Erwartungshaltung, ne? Und sagt, okay, ich mache meine Arbeit gut, hoffentlich nimmt es der andere gegenüber wahr. Und Wahrnehmung ist hier halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ein Punkt, den man mit beachten sollte, ne? Wenn man das bedenkt. Ja, dazu kann ich noch kurz sagen, gerade halt auch zur Strukturierung und so. Ich glaube, ich habe am Anfang, ich selber am Anfang den Fehler begangen, dass ich wirklich Aufgabe an Aufgabe an Aufgabe irgendwie gereiht habe und die 8 Stunden dann wirklich voll durchgearbeitet habe, sodass ich wirklich erschöpft war am Ende des Tages und dann halt überlegt habe, das wäre doch mal ganz gut, so vielleicht nach einer Stunde mal aufzustehen und vielleicht mal so sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Ich glaube, das merkt man, es fällt einem im Homeoffice nicht so auf, dass man wirklich die ganze Zeit komplett durcharbeitet. Man kann es ja. Im Büro ist dann ja eigentlich eher, doch dann kommt ja nochmal jemand rein und erzählt nochmal kurz was. Und dann hat man so kurze Denkpause zwischendurch, indem man mal kurz verschnaufen kann. Dadurch, dass man im Homeoffice ja alleine sitzt und keine Gesprächspartner direkt dabei hat, fällt das dann irgendwie weg. Also ich musste da echt aufpassen am Anfang, dann doch so, warum habe ich jetzt Rückenschmerzen? So, ach so, ich saß den ganzen Tag und habe nichts anderes gemacht, als nur auf den Bildschirm zu starren und dann mal vielleicht so doch mal eine Minute irgendwie aufzustehen, mal kurz zu laufen und dann sich wieder hinzusetzen und mal wieder so ein bisschen frischen Wind halt durch hat. Das ist, fand ich, im Büro ist das, finde ich, einfacher. Da kann man mal ganz kurz sich was zu trinken holen oder mal kurz was fragen bei jemand anders. Das ist im Homeoffice, naja, man ist halt nur selber halt da und nur selber für die eigenen Gespräche zuständig zu sein, ist auch schwierig. Nur das Glück, dass der Verlobte noch mit dabei ist, der muss mal kurz herhalten oder die Wellensittiche halt. Aber ja, das ist mir aufgefallen, dass wenn man das gewöhnt ist, also ich bin das aus dem Studium ja gewöhnt, durchzuarbeiten, meine Aufgaben komplett einfach mal durchzuziehen. Wenn man das so gewohnt ist, konzentriert die ganze Zeit zu arbeiten, dass man dann nochmal schnell in die andere Richtung fallen kann, ja, und sich dann überarbeitet oder jedenfalls zu erschöpft dann am Ende, sodass man nicht mehr so den Kopf halt hat für andere Aufgaben. Ja, das finde ich auch wichtig, also dass auch die Mitarbeiter natürlich für sich selber die Pausen mitmachen. Das ist ein Punkt, den kann man als Arbeitgeber nicht definieren, ne? Das geht halt einfach nicht, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt gehen Sie mal vor die Tür, dann sagen Sie ja, oh, jetzt regnet es gerade, ist ungünstig. Das ist schon ein Punkt, wo die Mitarbeiter selbst organisiert das tun sollten, ne? Und ich sehe das halt auch so. Wir haben ja bei uns jetzt auch für die Bewegung, für alle, die im Homeoffice sind, jetzt auch Yoga gemacht. Das heißt, dass alle auch ein paar Übungen machen können, um halt gerade so Rücken und andere Körperteile zu entspannen und da auch ja,
körperlich für die Gesundheit was zu tun. Läuft auch über Zoom, ne? Also auch alles digital. Also von daher, klar, man kann nicht alles vorgeben als Arbeitgeber. Da ist der Mitarbeiter halt auch wirklich gefordert, selber sich die Zeit mitzunehmen und das mit umzusetzen. Das stimmt. Oder so eine Homeoffice-Etikette aufzustellen. Also wichtig, ich habe hier so ein paar, ich sitze ja, das ist ja mein Schreibtisch in meinem Wohnzimmer. Das heißt, auch gerade wenn man nicht so viel Platz hat, sich dann irgendwelche Rituale ja, aufzubauen, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich arbeite, dann ist hier mein Blog und mein Laptop und mein Notizheft und so weiter. Und wenn ich, sobald der Arbeitstag fertig ist, kommt das auch alles weg. Und dann bin ich hier in meinem Wohnzimmer, halt irgendwie sowas einzuarbeiten. Oder zum Beispiel halt nicht in Jogginghose, gerade weil man es kann, dann hier zu sitzen, das passt nicht. Dann kann man nicht abschalten nach dem Arbeitstag, weil es hat sich ja nichts geändert. Also man muss wirklich sich irgendwie dazu zwingen, dann im Homeoffice andere Rituale sich einzustellen oder sich darauf einzustellen, damit man einen guten und gesunden, ja, eine gute und gesunde Trennung schaffen kann zwischen Arbeitsleben und zu Hause, gerade wenn sich alles halt zu Hause abspielt. Ja, das ist wirklich wichtig. Also ich sehe es auch bei uns auch mit den Kindern, die noch Homeschooling haben, ne, für die das natürlich auch so ein Punkt ist, die eigentlich jetzt in der, ich bin raus aus der Schule, dann bin ich zu Hause, dann habe ich jetzt gefühlt Freizeit. Jetzt ist mit einmal in diesem Freizeitarea ist jetzt die Schule wieder mit drin. Ne? Also das ist für die Kinder genauso wie für uns Erwachsene wirklich eine ganz große Herausforderung. Ja. Vielen Dank für die vielen Informationen und dass wir mal so reinschauen konnten. Wie empfinden Sie das so als Neustarterin, den Jobstart in Zeiten von Corona? Und ich denke, wir sollten vielleicht in einem halben Jahr dann nochmal hier so einen Podcast machen. Wie war es denn dann so nach einem halben Jahr? Und ja, dann vielleicht auch sitzen vielleicht sogar in Ihrem Büro dann drinnen, wenn die Zeiten sich ein bisschen entspannt haben und wie wir das wieder alles machen können. Ja, vielen lieben Dank, Ina Theresia Hermes, für die offenen Worte, für das Gespräch. Und ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und draußen allen eine schöne Zeit. Hört uns weiter zu und ja, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.